Blut? Willkommen zu den Superstars der World Wrestling Federation. Zu denen dürfte wohl auch Adam Bomb schon gehören. Tatanka ist immer noch unbesiegt. Wird er es auch heute bleiben? Mr. Hughes hat dem Undertaker die Urne abgenommen. Wie lange wird er sie wohl behalten? Ja, da wir immer gebeten werden, die Musiken der Wrestler doch mal ausspielen zu lassen, haben wir das heute mal getan. Manchmal geht das natürlich nicht, das ist ganz klar, denn da müssen einige Informationen an den Mann gebracht werden. Ja, Tatanka immer noch unbesiegt bisher beim King of the Ring Turnier. Erreichte er gegen Lex Luger ein Unentschieden, was das Ausscheiden beider bedeutete. Und Lex Luger hat sich ja bei der Stars and Stripes Challenge gegen Yokozuna hervorgetan und sich auch eines Besseren besonnen zu haben. Scheint ein bisschen netter und verbindlicher geworden zu sein, aber dazu nachher noch mehr. Ja, unverbindlich ist auf alle Fälle Brian Costello. Ahmt hier den guten Tatanka nach, beziehungsweise seinen Kampfstil zu Beginn. Der rächt sich sofort mit einem Back-Body-Drop und Brian Costello weiß jetzt, wo es lang geht. Ja, Tatanka will natürlich gleich von Anfang an für klare Verhältnisse sorgen. Alles denkt immer noch an den 1-2-3-Kid und seinen Sensationssieg über Razor Ramon. Und Tatanka will gar nicht erst Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen lassen, aber es sieht auch nicht so aus. Ein wunderschöner Clothesline, der Brian Costello aus dem Ring herausschickte. Tatanka steigt nach, er ist entsprechend sauer, vor allem, weil ja Brian Costello auch noch seine rote Haarsträhne irgendwie lächerlich gemacht hat oder darauf hingewiesen, die Haarsträhne, die ja die Einheit aller Indianer verdeutlichen soll, für die Tatanka in den Ring steigt. Und da sind jetzt auch wieder beide Kontrahenten. Weiter geht's mit den X-Handle Blows und den Handkantenschlägen von Tatanka. Hier ist noch ein Whip-In gegen Costello, der ja auch alles andere als ein Leichtgewicht ist. Noch einer zurück in die erste Ecke. Aber Costello will versuchen, Tatanka irgendwie beizukommen. Doch der scheint heute unschlagbar zu sein, so zumindest wirkt es, schickt Brian Costello wieder zu Boden. Er ist eindeutig überlegen in diesem Kampf. Alle Tricks, die Brian Costello versucht, gehen leer. Jetzt allerdings kommt ein Schlag durch von ihm. Tatanka in die Ecke, jawohl, auch das gelingt. Brian Costello, wie du gesagt hast, Carsten, auch ein kräftiger Bursche. Aber Tatanka baut sich wieder auf. Ja, das kennen wir. Er setzt jetzt wahrscheinlich gleich zu seinem Schlussspurt an. Da kommt schon sein Tomahawk, ein Axe-Handle Blow genau an den Kopf. Der Kriegstanz. Ich glaube, jetzt dürfte es bald um Brian Costello geschehen sein. Es sei denn, er lässt sich irgendetwas ganz Besonderes einfallen. Whip in und wieder die Handkante an den Hals. Da dreht er sich noch, Tatanka, sodass Brian Costello vollkommen verwirrt ist. Jetzt nimmt er ihn schon hoch, Tatanka. Ich denke, das wird der Fallaway Slam. Ganz genau so ist es. Das Cover 1, 2, 3 und das war's. Und wir kommen damit zum Update. Da noch ein paar interessante Informationen, auch eben zu Lex Luger, der sich ja mit Tatanka beim King of the Ring Turnier ein so tolles Gefecht geliefert hat.
Well, folks, by now the entire world knows what happened on America's birthday, the 4th of July, aboard the USS Intrepid, when Lex Luger, full of pride and patriotism, stepped forward and did exactly what no other professional athlete had been able to do. He stepped through the ropes and body slammed the big guy, the 568-pound champion Yokozuna, to restore the pride of America on her 217th birthday. It's being called a body slam heard round the world. Folks, how on earth do you follow a great moment like that? Well, Lex Luger has found a way. He's calling it his call to action campaign. He will be touring this great land of ours, this America, this land of the home and the free and the brave, and telling you what's right about America, and at the same time killing two birds with one stone. He wants you to get behind him. He wants you to support him. He wants you to flood the office of the president, Jack Tunney, with all kinds of phone calls and faxes and telegrams, deeming him to be the number one challenger and get a shot at that coveted WWF title. Since the 4th of July, I understand the president's office has been bombarded. Well, we want more. We want every one of you to get up and pick up that telephone. We want every one of you to write that letter, to send that fax, really get on Jack Tunney's case. I understand that Fuji has come out and said, no way, shape, or form, Lex, are you going to get a shot at the title. Fuji, I got news for you. It's not your decision to make. That decision has to come from President Jack Tunney. And I understand from a very reliable source through the gorilla vine inside that hideous office of the president that a decision will be made next week on that particular issue. And believe me, folks, Lex Luger is not going to stop in any way, shape, or form. He's going to be touring. He's going to be drumming up support. He's going to be supporting America, and he'll want your support. So stand behind him. And believe me, when Lex Luger makes up his mind to do something, something's going to happen. Well, we all know what he did on July 4th. He chartered his own helicopter just for the opportunity to defend the pride of America. Well, folks, you won't believe what he's done now. He's chartered a bus to get his message across America. It's called the Lex Express. And as you can see, it's painted red, white, and blue from top to bottom. Well, folks, the call to action campaign is about to get underway, and to kick it off, where else? The city of brotherly love, the cradle of liberty, Philadelphia, Pennsylvania. But you can count on it, folks, in the weeks to come, that tour will be going everywhere. And perhaps in a town, maybe your own hometown or somewhere near you, where you'll be able to see the Lex Express and see in person Lex Luger. Remember, the call to action campaign wants you, and Lex Luger definitely wants you too. Jetzt sind sie wieder erhältlich, die begehrten Souvenirs und Fanartikel der WWF Superstars. T-Shirts, Poster, Gürtel, Toys, Kappen und vor allem die sensationellen Supervideos der WWF. Wir haben die größte Auswahl von allen. Fordern Sie den farbigen Prospekt mit Bestellkarte bei uns an und vergessen Sie nicht, einen frankierten Rückumschlag beizulegen. Unsere Adresse lautet WWF Fanartikel CO CCM TV Vertriebs GmbH Postfach 8441 Oberschneiding. Wrestling-Shows auf vier neuen Videokassetten von Polygram. Jetzt überall im Handel. Holt sie euch! This August, get ready for an event so hot, we couldn't show it until the end of summer. SummerSlam 93. Feel the heat. August 30th on pay-per-view. This contest is scheduled for one fall. Accompanied to the ring by Johnny Polo. Baltimore, Maryland, weighing 220
Ja, wir wollten ja die Musik ein bisschen ausspielen lassen, wenngleich man diesen Einmarsch von Adam Bomb nicht unbedingt als Musik im klassischen Sinn bezeichnen kann. Mehr Synthesizer-Computerklänge. Noch kurz ein Wort zum Update. Die Aktion von Lex Luger, dieser Lex Express, geht natürlich nur durch die Vereinigten Staaten, wird nicht nach Deutschland kommen, wäre ein bisschen schwierig mit dem Bus hierher zu fahren. Sie können sich also an dieser Aktion nicht unbedingt beteiligen. Jetzt aber kommen wir zum Kampf von Adam Bomb, der sofort natürlich wieder das Kommando übernommen hat. Whip in. Dann nimmt er Rich Myers auf. Und zeigt gleich einen sehr, sehr schönen und kraftvollen Side-Suplex. Johnny Polo freut sich natürlich wieder mal darüber. Er dürfte eine hervorragende Kombination mit Harvey Whippleman bilden, wenn ich mir den so anschaue. Adam Bomb auf jeden Fall ganz klar Herr im Ring in diesem Kampf, wie eigentlich in jedem Kampf, in dem ich ihn bisher gesehen habe. Er hatte ein bisschen Schwierigkeiten, ganz am Anfang einmal gegen Virgil, aber seit dieser Zeit sind seine Kämpfe doch ziemlich souverän geführt worden. Er ist unheimlich kräftig, voll austrainiert und auch dementsprechend motiviert, wie man es immer sieht. Johnny Polo heute als Billardspieler, also er scheint schon noch einiges zu finden an Utensilien. Ein sehr hoher Elbow Drop von Adam Bomb. Der trifft Rich Myers ganz genau. Johnny Polo scheint dem Kampf eigentlich gar nicht zu folgen. Er ist mit sich selbst beschäftigt, obwohl so gut sieht er auch nicht aus. Meiner Meinung nach zumindest. Ja, sein Kampfstil ist natürlich nicht sonderlich attraktiv. Er ist nicht schnell im Ring. Setzt hauptsächlich Kraft ein, wie auch hier bei diesem Clothesline. Technik sehen wir relativ selten von ihm. Er ist zwar sehr beeindruckend, was Kraft und Körperbau betrifft, aber ein bisschen mehr Technik würde ich mir schon wünschen. Und weil wir gerade eben den Hinweis auf den SummerSlam gesehen haben, noch schnell ein Hinweis von uns hier bei RTL 2, können Sie ihn natürlich wieder mal exklusiv und in voller Länge sehen am 19. September. Das ist ein Sonntag, aber wir werden Ihnen auch dazu noch weitere Informationen geben. Du wolltest Technik sehen, Carsten, da hast du sie. Ein Flying Clothesline. Vom Seil kommt da Adam Bomb, da freut sich auch Johnny Polo zurecht. Also ein bisschen was hat er schon drauf, dieser Adam Bomb, aber natürlich bei dieser Körpermasse, bei dieser Fitness kann er nicht so schnell sein. Das kennen wir ja auch von Lex Luger und anderen sehr kräftigen Wrestlern. Ja, das war eben der Adam Smash. Eine Powerbomb von Adam Bomb. Der Kampf ist gelaufen, ganz klar. Rich Myers, kein Problem für diesen Mann aus Three Mile Island. Wir kommen nun zum Tag Team Titelkampf, den wir letzte Woche schon angekündigt haben, zwischen den Steiner Brothers und Money Incorporated. Ja, aber nochmal zum Genießen vorher: Zeitlupenaufnahmen von Adam Bomb. Hier die kräftige Powerbomb und der Sieg. Während wir die beiden Teams in die Halle kommen sehen, noch ein kleiner Hinweis von uns. Sie haben es ja wahrscheinlich letzte Woche schon gesehen. Sie können uns mit Anregungen, mit Kritik, ob positiv oder negativ, natürlich auch gerne schreiben. Die Adresse sehen Sie jetzt hier eingeblendet. Ja, und ganz wichtig vielleicht noch, legen Sie einen frankierten Rückumschlag bei. Sie können sich vorstellen, wir können nicht jeden Brief beantworten. Und selbst für das Porto aufkommen, dazu sind es Gott sei Dank, muss man sagen, zu viele. Also schreiben Sie kräftig, aber legen Sie doch bitte einen Rückumschlag bei. Ja, Money Incorporated und die Steiner Brothers haben sich in letzter Zeit ein ganz wildes Rennen um den Tag-Team-Titel geliefert. Momentan, muss man sagen, sind die Steiners, Rick und Scott, die hier gerade in die Halle kommen, die Tag-Team-Champions. Aber das kann sich natürlich heute Abend ändern, wie es in letzter Zeit ja häufig geschehen ist.
Ich bin noch lange nicht sicher, ob heute Abend nicht der Titel wieder an Ted DiBiase und IRS zurückfallen wird, die ja mit Sicherheit die Erfahrenen dieser beiden Teams sind. Aber Rick und Scott machen diesen Mangel an Erfahrung natürlich durch sehr, sehr große Begeisterung wieder wett. Ja, und inzwischen haben sie natürlich auch schon einige Erfahrungen, vor allem was Titelkämpfe angeht. Money Inc. hat sich da sehr geschickt in den Vertrag eine Klausel einbauen lassen, dass sie sofort das Recht zum Rückkampf haben, haben diese Klausel auch jeweils ausgenutzt, sofort ausgenutzt, wenn sie verloren hatten. Deshalb also diese häufigen Wechsel zwischen diesen beiden Teams. Man muss natürlich einen Titel, wenn man ihn hat, zur Verfügung stellen, aber normalerweise ist erstmal ein Team dran, dann kommt der nächste Herausforderer und so weiter. Money Inc., wie gesagt, war da vertragstechnisch etwas geschickter, deswegen momentan diese etwas seltsame Situation. Ja, normalerweise muss der Tag-Team-Titel oder jeder Titel in der World Wrestling Federation alle 30 Tage mindestens einmal verteidigt werden. Das ist bei manchen nicht so ganz der Fall gewesen. Ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen, wie die allerdings jetzt festgelegt werden. Das ist mir auch schleierhaft. Um ganz ehrlich zu sein, widmen wir uns jetzt allerdings diesem doch so wichtigen Kampf IRS gegen Scott Steiner. Sofort mit dem Standing Wristlock, aber Scott ist ein sehr, sehr behender, gelenkiger Bursche. Da kommt ihm seine Ringererfahrung sehr zugute und er kann sich leicht befreien. Der IRS kommt seine Erfahrung zugute, sofort geht er ins Seil, hält sich fest. Scott Steiner muss den Griff lösen, kann keine Aktion starten und das Ganze beginnt sozusagen von vorne. Ja, diese Teams werden natürlich in der Anfangsoffensive nicht alles geben, sondern sich erst einmal abtasten, erst einmal sehen, wo sind die Stärken und Schwächen des gegnerischen Teams am heutigen Tag. Scott Steiner mit Sicherheit sehr, sehr entschlossen. Er will diesen Titel mit seinem Bruder nicht verlieren am heutigen Abend. IRS momentan noch etwas in die Defensive gedrängt. Ja, flüchtet sich immer wieder ins Seil. Jetzt allerdings hält Scott fest, kommt nicht raus. Da zieht IRS noch an den Haaren, kommt dadurch los. Aber der Shoulderblock von Scott Steiner sitzt ganz genau. Aber ein Single Leg Trip hier von IRS, er kontert sehr schnell. Und Scott seinerseits kommt leicht wieder aus dieser Situation raus und ist jetzt auf dem Boden. Da hat er natürlich die Vorteile. Ich habe es ja eben schon gesagt, er ist ein Ringer. Und deswegen weiß er ganz genau, wie er sich im freien Stil am Boden zu bewegen hat. Ja, die Aktion ist ja gleich dem Ringen. Er versucht jetzt, den Gegner auf die Schultern zu kriegen. Auch im Ringen erringt man so einen Sieg. Das klassische Schultern kennen Sie sicher. Und das ist ja beim Cover, beim Wrestling nicht anders. Allerdings flüchtet sich hier wieder IRS ins Seil. Ja, für diejenigen, die das noch nicht wissen, das Wrestling entstammt natürlich dem Ringen, aber das heutige Wrestling hat mit dem Ringen an sich nicht mehr allzu viel zu tun. Aber es gibt noch einige Elemente, die gleich geblieben sind, wie zum Beispiel eben auch der sogenannte Three Count. Das heißt, dass der Ringrichter bis drei anzählen muss, wenn einer der beiden Gegner auf den Schultern liegt. Also das noch das klassische Element hier, ein Powerslam von Scott Steiner, hervorragend gemacht. Ja, die beiden wechseln noch nicht. Sie wollen am Anfang lange drin bleiben. Das ist vielleicht ein Fehler. Sie sollten vielleicht etwas schneller wechseln, um sich so den Vorteil dauerhaft sichern zu können. Ja, da war der Versuch zum Cover zumindest zu erkennen bei Scott Steiner. Hat allerdings sehr geschickt sofort geschaut, was macht Ted DiBiase? Der war schon drauf und dran, in den Ring zu kommen, von hinten anzugreifen. Es kam also gar nicht erst zum Cover. Jetzt kommt der von dir angesprochene Wechsel. IRS hat es wohl eingesehen, dass er hier nicht so schnell mit Scott Steiner zurechtkommt. Der allerdings bleibt weiter im Ring. Auch Ted DiBiase lauert erst einmal auf seinen Gegner, der vielleicht jetzt ein bisschen erschöpft ist. Das ist die Frage natürlich. Die spöttischen Irwin-Irwin-Rufe aus dem Publikum begleiten IRS, wo immer er auftritt. Scott wirkt allerdings noch sehr, sehr frisch, noch sehr fit. Aber man sollte sein Glück nicht überstrapazieren. Vielleicht wäre ein Wechsel angeraten. Whippen hier von Scott Steiner. Aber beim Shoulderblock muss er zu Boden. Schön gemacht von Ted DiBiase. Da kommt er wieder. Kriegt aber den Standing Dropkick ab von Scott Steiner. Sofort das Cover. Aber da kommt Ted DiBiase raus. Er ist eben noch zu frisch. Und jetzt kommt der Wechsel. Gerade als hätte er dich gehört, Carsten. Und jetzt kommt Rick in den Ring. Und jetzt geht's los hier. Ja, vom Publikum natürlich sofort das Bellen für das Hundegesicht. Der Dogface Gremlin, so nennt sich ja Rick Steiner selbst. Er ist der Ältere der beiden und auch ein bisschen der Verbissenere, kann man sagen. Er hat jetzt Ted DiBiase im Side Headlock. Dave Heppner, ein erfahrener Mann, ist bei IRS und
Bei diesen vier Leuten ist ein erfahrener Ringrichter absolut vonnöten. Ansonsten entgleitet einem dieser Kampf sehr, sehr schnell. Hin und her geht es mit den Cover-Versuchen, aber Rick lässt sich nicht überrumpeln. Ja, auch hier sehr viele Aktionen, die noch aus dem Ringen entstammen. Rick, ja der etwas kräftigere von den beiden Steiners, ist für die Kraftaktionen zuständig. Lässt es aber auch gar nicht los, versucht keine Technik anzubringen, die lange dauert. Jetzt allerdings ein Whip-In, setzt sofort nach, aber da kommt wieder der gewaltige Shoulderblock von Ted DiBiase und auch Scott. Rick muss zu Boden. Ja, da allerdings der Belly-to-Belly-Suplex. Rick Steiner ist natürlich geistig genauso fit wie sein Gegner Ted DiBiase und kann sich auch aus einer für ihn etwas brenzligen Situation schnell befreien, wechselt der Double Axe Handle Blow von Scott Steiner. Also die Steiner Brothers scheinen momentan doch langsam diesen Kampf zu ihren Gunsten gestalten zu können. Aber eine solche Vorherrschaft muss nicht allzu lange dauern. Hier sehen wir auf der Videoleinwand unseren Superstars. Vorspann macht sich sehr gut, aber die Kameras gehen sofort wieder zurück auf den Kampf. Ja, auf die aktiven Superstars im Ring. Wieder der Wechsel bei den Steiners. Das machen sie jetzt sehr, sehr geschickt. Haben sich offensichtlich auf Ted DiBiase und seine Arme eingeschossen. Ja, das ist ja das Wichtige, dass man eben durch ständige Wechsel den Gegner daran hindert, zu seinem eigenen Partner zu gelangen, ihn so auslaugt und damit dann vielleicht die Chance hat, ihn zu covern. Aber bei Ted DiBiase, da muss man schon sehr, sehr viel geben, damit das der Fall ist. Er ist unheimlich erfahren, hat ein sehr, sehr ausgeprägtes Durchhaltevermögen, will nicht aufgeben, sagt auch hier ganz deutlich No. Gar nicht dran zu denken, dass ich hier aufgebe. Ja, wir müssen an dieser Stelle, wo wir halt eben diese absolute Crème de la Crème sehen, nochmal darauf hinweisen, dass sie diese Aktionen zu Hause natürlich nicht nachmachen. Es gibt immer wieder Zuschauer, die uns fragen, wie kann ich Wrestler werden? Ja, der einzige Weg ist natürlich, eine Wrestling-Schule zu beobachten. Aber wenn man glaubt, man kann sich das hier anschauen, genau studieren und danach machen, dann liegt man falsch. Da wird man sich mit Sicherheit verletzen, leicht oder schwer, aber das spielt ja keine Rolle. Also bitte lassen Sie es bleiben, lernen Sie den Beruf des Wrestlers oder halt schauen Sie es am Fernsehen an. Ansonsten kann man das einfach nicht so richtig genießen, wenn man im Krankenhaus liegt, vielleicht mit Gips, ich weiß es ja nicht. Ja, und damit wieder zurück zum Kampf. Ja, da tut sich einiges und wenn man diese Aktionen sieht, ich denke mal, Carsten, da kommt eigentlich niemand auf die Idee, das nachmachen zu wollen. So perfekt sind hier die Techniken ausgeführt. Schnelle Reversals, Wechsel, das ist wirklich Tag Team Wrestling vom Feinsten. IRS geht jetzt erstmal raus und dann unser Tie-Line mal wieder. Oder was kommt jetzt? Das Scott Steiner will ihn natürlich nicht fliehen lassen, das ist ja klar. Und mit Hilfe der Krawatte verpasst er ihm einen Clothesline auf Seil. Sofort das Cover. Doch der Fettner ist bei Ted DiBiase, schickt ihn in die Ecke zurück. Er muss das Wechselseil nehmen. Jetzt erst zählt er IRS an, aber da ist es schon zu spät. Da hat er wieder genug Kraft gesammelt, um sich aus diesem Coverversuch zu befreien. Obwohl er sehr gut angesetzt war. Der Versuch, das Bein eingehakt, aber IRS natürlich sehr, sehr geschickt, wartet so lange bis zum zweiten Schlag des Ringrichters, verschafft sich Luft und die wird er jetzt wohl verwenden. Aber was macht da Ted DiBiase? Da greift er unfair ein und Scott lässt sich ablenken, kriegt das Knie in den Rücken von IRS und weiter geht es jetzt außerhalb des Rings. Ja, das ist natürlich die Methode von Money Inc., das beherrschen sie auch sehr, sehr gut. Ja, das war natürlich genau die Chance, auf die Money Inc. gelauert haben. Den Ringrichter Dave Heppner ablenken und dann mit Double-Team-Moves, unerlaubten Double-Team-Moves, Scott in die Defensive zu treiben. Das ist hervorragend gelungen. Das Cover von IRS. Oder hätte er sich fast den Titel wieder zurückgeholt? Ja, Scott Steiner jetzt natürlich aus dem Rhythmus, ist jetzt natürlich mitgenommen. Und nun kann die Money Inc. Tag-Team-Maschine erst so richtig ins Laufen kommen. Ja, die sind jetzt ganz offensichtlich in ihren Rhythmus geraten. Schöne Wechsel. Eins nach dem anderen, wieder ein Coverversuch. Sie haben es jetzt ganz offensichtlich darauf abgesehen, Scott zu pinnen, jetzt diesen Kampf hier zu beenden und sich den Titel zurückzuholen. Da geht es wieder in die Ecke. In die Ecke von Money Inc. natürlich sehr, sehr schlecht für Scott. Ja, so die weiteste Entfernung zu seinem Partner, zu seinem Bruder Rick hat. Schlecht wechseln kann. Unfaire Aktion jetzt wieder hier von IRS und Ted DiBiase. Dave Heppner ist abgelenkt.
Ja, es ist natürlich eine dumme Sache, dass Rick Steiner sich so vehement beschwert. Er muss wissen, dass Dave Hepner ihn dann natürlich aus dem Ring schickt. Und so ist der Rücken frei für Ted DiBiase und IRS, die jetzt wirklich jeden legalen und auch jeden unerlaubten Trick einsetzen, um sich die Gürtel wiederzuholen. Sie empfinden ja die Tag-Team-Gürtel als ihnen zugehörig. Die Steiner Brothers haben da natürlich was dagegen und denken sich, aber wir wollen doch mal sehen, ob ihr uns den Titel noch mal abnehmt. Ja, aber Money Inc. sind wirklich die geschicktesten, wenn es darum geht, erlaubte und unerlaubte Manöver so zu verbinden, dass es die Ringrichter nicht bemerken. Ja, hier hat Scott Steiner noch einmal blitzartig reagiert, stolpert in die Ringecke, duckt sich dann ab und zieht Ted DiBiase mit dem Kopf gegen das Ringseil. Ja, jetzt bin ich natürlich mal gespannt, ob es ihm gelingen wird, zu Bruder Rick zu gelangen. Es sieht ganz so aus. Aber nein, Ted DiBiase hat zuerst mit IRS gewechselt und Scott hat seinen Partner um einige Zentimeter verfehlt. Und das könnte am Ende vielleicht den Ausschlag bedeuten. Clothesline von IRS hier auf Seil, Leg Drop. Und hast du das verzweifelte Gesicht gesehen von Rick Steiner? Ich glaube, so empfinden können nur Brüder füreinander. Da ist er wirklich mitgenommen über das, was Scott hier erleiden muss. Ja, aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch um den Tag-Team-Titel. Er will natürlich den Tag-Team-Titel nicht verlieren. Die Steiner Brothers haben sehr hart dafür gearbeitet, ihn zu bekommen. Haben ihn zweimal verloren, sich aber immer wieder geholt. Und jetzt wollen sie ihn nicht endgültig verlieren. Scott will wieder wechseln, wieder verpasst er Rick nur um einige Zentimeter. Also wenn das so weitergeht, dann sehe ich schwarz für die Steiner Brothers. Dann, glaube ich, werden sich Money Inc. den Titel zurückholen. Vor allem, weil sie ständig zum Wechseln kommen. Machen alles sehr, sehr geschickt zurzeit und auch vollkommen fair. Ein schöner Back-Suplex von Ted DiBiase. Sie haben schon was drauf, die Jungs von Money Inc., muss man ganz ehrlich sagen. Wieder der Versuch zum Cover und wieder kommt Scott raus. Da ärgert sich Ted DiBiase. Zeigt Dave Hepner, du musst schneller zählen, dann gewinne ich auch. Aber der hält sich an seinen Rhythmus. Ganz klar, ist wirklich einer der besten Ringrichter. Da gehen keine Spielchen. Ja, jetzt allerdings der erlaubte Würgegriff von Ted DiBiase. Diese Frustration über immer neue Coverversuche, die fehlschlagen, kann natürlich für Scott Steiner am Ende auch den Ausschlag bedeuten. Es kann sein, dass Ted DiBiase dann irgendwann die Zügel schleifen lässt. Aber Scott scheint doch noch genug Kraft zu haben, um sich von Ted DiBiase lösen zu können. Jawohl, mit den Ellbogenstößen gelingt ihm das dann allerdings, der Augenkratzer von Ted DiBiase. Und schon hat der Vorteil wieder gewechselt. Erneut der Ansatz zum Back-Suplex. Aber Scott kontert mit einem eigenen. Das hat er sehr gut gemacht. Tolle Aktionen von ihm. Aber jetzt muss er wirklich schauen, dass er zum Wechseln kommt. Dass er diese kurze Benommenheit von Ted DiBiase ausnutzt, um zurück zu gelangen. Ich glaube, er versucht es auch. Will jetzt hier gar nicht nachsetzen. Ungeheuerlich die Kraft, die in Scott Steiner steckt. Aber Ted DiBiase schafft es zu wechseln. Und wieder kommt Scott nicht in die Ecke. Rick will rein, aber erneut lenkt er damit nur Dave Hepner ab. Also tut seinem Bruder keinen Gefallen. Ja, da allerdings der Sunset Flip von Scott Steiner. Jetzt ist Dave Hepner bei Ted DiBiase. Also eine sehr, sehr zweifelhafte Leistung dieses Ringrichters, den wir eben noch so gelobt haben. Wenn es so richtig hoch hergeht, dann scheint auch er ein bisschen verloren im Ring zu sein. Das wäre fast der Sieg gewesen für Scott Steiner. Lange genug hat er IRS auf dem Boden gehabt, aber Dave Hepner hat es nicht gesehen. Und jetzt hat sich das Blatt wieder gewandt. IRS setzt den Würgegriff an. Scott Steiner braucht jetzt natürlich die Unterstützung des Publikums und die bekommt er satt. Ja, manche Leute sagen ja, gerade bei Tag-Team-Kämpfen sollten zwei Ringrichter im Einsatz sein, um eben alles mitkriegen zu können. Gut, momentan gibt es nur einen. Er muss damit fertig werden und jetzt ist endlich wieder eine normale Aktion im Ring. Whip-in, Elbows kommen da geflogen und schicken beide zu Boden. Ja, weil du sagst, Günther, zwei Ringrichter, natürlich wäre das keine schlechte Sache. Das Problem ist allerdings, dass sie nicht unbedingt immer einer Meinung sein müssen. Das kennen wir ja zum Beispiel aus dem Handball sehr gut. Da gibt es sehr häufig strittige Entscheidungen. Also auch das ist sicher keine optimale Lösung. Ted DiBiase ist wieder im Ring, aber jetzt hat auch Scott gewechselt mit Rick. Und jetzt explodiert die Halle natürlich, denn alles erwartet, dass Rick hier so richtig auftritt. Das tut er auch. Ein Clothesline nach dem anderen. Bodyslam gegen DiBiase, der Ellenbogen gegen IRS. Und auch Scott ist offenbar wieder fit. Ja, natürlich, das lässt er sich nicht lange gefallen, was hier mit seinem Bruder gemacht wird. Money Inc., beide sind vertreten im Ring. Rick wehrt sich sehr, sehr gut.
Was passiert jetzt? Wieder im Rücken des Ringrichters. Aktion von beiden gegen Rick. Ansatz zum Piledriver von Ted DiBiase. Der wird abgelenkt und da kommt Scott von oben. Ja, der Clothesline hat natürlich super gesessen, sofort das Cover. Aber wieder hat Dave Hepner sich zu spät rumgedreht, war noch mit IRS beschäftigt, wollte ihn aus dem Ring schicken. Das ist natürlich richtig so. Er hat gesehen, dass Money Inc. beide im Ring waren. Jetzt ein Reversal von Ted DiBiase. Und da fängt ihn Rick Steiner locker auf. Verpasst ihm einen Powerslam, dann ein Clothesline von hinten gegen IRS. Und nun wollen die beiden hier den Sack zumachen. Ja, da wechselt, da feuern sie das Publikum an. Wirklich ein toller Kampf. Oft gewechselt hat. Oh, der Frankensteiner gegen Ted DiBiase. Da kann er sich freuen. Scott Steiner perfekt getimt, perfekt gesessen. Das Cover. Und da kommt IRS mit dem Koffer. Abgelenkt ist Dave Hepner. Ja, das ist mal wieder ganz typisch. Der Koffer kam wieder mal zum Einsatz. Das Cover nun von Ted DiBiase. Dave Hepner zählt bis drei. Und mit dieser Taktik haben es Money Incorporated tatsächlich geschafft, sich den Tag-Team-Titel zurückzuholen. Das ist eine Unglaublichkeit eigentlich. Ja, da müsste man fast die Fernsehbilder heranziehen. Ja, da ist aber ein zweiter Ringrichter in der Halle. Es ist Joel Morella offenbar. Und er bespricht sich mit Dave Hepner natürlich. Ja, es sieht ganz so aus, als sollte diese Entscheidung vielleicht tatsächlich nochmal umgedreht werden. Ja, besprechen Sie jetzt hier mit dem Hallensprecher. Wir werden wohl gleich eine Entscheidung hören. Jawohl, Dave Hepner hat die Entscheidung wieder zurückgenommen und erklärt durch Disqualifikation die Steiner Brothers zu den alten und neuen Tag Team Champions. Das ist eine richtige Entscheidung, keine Frage. Aber ich glaube, wir brauchen einfach solche Entscheidungen häufiger. Ein zweiter Ringrichter, der vielleicht von außen beobachtet, was passiert. Auf jeden Fall haben die Steiners ihren Titel behalten und wir kommen nun zum SummerSlam Report. No question in my mind that Ted DiBiase and IRS folks are out of control. They cheat to win the match. Then they get caught by the referee who reverses the decision and Money Incorporated goes ballistic. More on that a little bit later because here we go with your SummerSlam report. At the Palace of Auburn Hills in suburban Detroit, Michigan, things are starting to heat up for the WWF Summertime Classic, Monday night, August 30th. Last week, we found out that royalty will be on the line when the self-proclaimed king, Jerry Lawler, meets the King of the Ring winner, Bret the Hitman Hart. Now, this week, I've been informed that a apparently overly zealous Harvey Whippleman has signed a contract for his 8-foot-tall Giant Gonzalez to meet The Undertaker in an RIP match. I'm not certain what an RIP match. I don't think Harvey Whippleman knows. But I suspect when he finds out, it's going to be a surprise to both him and the Giant Gonzalez. See you in Detroit August 30th for SummerSlam. Whoops. I believe Bonnie Blackstone is standing by with Money Incorporated. Right now, let's go back to the arena. Obviously, we're here with some very disgruntled Money Incorporated members. Mr. DiBiase. How observant of you! You had your chance! Let me tell you something. We were robbed of the World Wrestling Federation Tag Team titles to begin with. The Steiners whined and they cried and they whined until we gave them their shot. And they stole them the first time out. Now, right here in front of you and all you people at home, we were robbed again. The referee goes, one, two, three, it's over. You wanted to see it. But you used a briefcase. How
observe it again. Yes, we reduced the briefcase. And lucky for everybody here as well as those watching at home, another official was watching in the back and saw the incident. That's really convenient how the other official is back there watching our match. I think this is very unfair. And Steiners, you're going to learn one thing. Nobody, I mean nobody, steals from Money Incorporated. You're going to pay. Where else in sports does an official who's not involved in the match come out and reverse a decision? It doesn't happen. It won't happen to Hulk Hogan. It won't happen to Bret Hart. It won't happen to anybody else because, frankly, Jack Tunney, you don't like us. You don't like how much money we have and how much money our power of our money yields. Steiners, if you're the champions that you think you are, if you're the wrestlers that you think you are, you accept our challenge in front of you, Bonnie, in front of all these people and all you people at home. Put them up again right here next week. Put up or shut up. We'll be here. They better. Ja, nach diesen markigen Worten kommen wir zum nächsten Kampf. Ein einsamer Beverly, könnte man sagen, Blake, wieder einmal als Einzelwrestler, tritt da auf, in letzter Zeit ja zunehmend, hat da auch einiges dazugelernt, verlässt sich wohl nicht mehr so gerne auf seinen Bruder Bo. Und sein Gegner ist einer, bei dem muss er schon einiges zeigen, wenn er den besiegen will. Allerdings, denke ich mal, hat er das Zeug dazu und wir können uns auf einen sehr schönen Kampf freuen. Ja, sein Gegner ist Virgil, der Mann, der sich vor großen Aufgaben nicht scheut. Er ist eigentlich jemand, der immer nur gegen die Superstars kämpft. Also in letzter Zeit habe ich ihn fast nur gegen die gesehen und nicht gegen die, sagen wir mal, Wrestler zweiter Klasse. Wobei es die ja jetzt auch im klassischen Sinn nicht mehr gibt, nach dem Erfolg des 1-2-3-Kid. Ja, das hängt aber auch natürlich immer von der Kampfkraft des sogenannten Superstars ab. Also wenn er wirklich entschlossen ist, etwas zu tun, um seinen Gegnern die Schranken zu weisen, dann wird dieser Kampf immer deutlich ausgehen. Aber natürlich haben die ganzen Neulinge oder die ganzen Wrestler, die nicht zu den Superstars gehören, durch den Sieg des 1-2-3-Kid Hoffnung geschöpft. Black Beverly beschwert sich in typischer Manier, wieder an den Haaren gezogen worden zu sein. Na gut, Virgil kann sich darüber weniger beschweren. Ja, vielleicht sollte sich Blake mal die Frisur von Virgil vornehmen, als Vorbild. Dann würde ihn auch keiner mehr an den Haaren ziehen. Naja, das würde aber seiner Eitelkeit nicht sonderlich zu Pass kommen. Jetzt streckt der Virgil die Hand hin. Ich glaube kaum, dass Virgil sie annimmt, denn man weiß ganz genau, was für ein Kaliber Blake Beverly ist. Und das stellt er auch gleich mit einem überraschenden Tritt unter Beweis. Aber Virgil revanchiert sich mit einem Reversal. Sehr schön weicht der Blake Beverly aus und dann ein wunderschöner Armdrag. Sehr schön gemacht. Noch einer hinterher. Tja, also Blake Beverly schaut ein bisschen dumm aus der Wäsche. Ja, und jetzt geht er erstmal aus dem Ring und Virgil freut sich zurecht. Dieser Standing Dropkick vom Feinsten. Ja, da hängt Blake in den Seilen, sichtlich benommen. Ja, das Tempo, glaube ich, das Virgil geht, das kann kein anderer Wrestler mitgehen. Da hat er die ideale Figur dazu, ist voll austrainiert. Der bringt wirklich ein Manöver nach dem anderen. Naja, gehört auch nicht zu den schwersten Wrestlern. Das ist natürlich sehr gut. Das ist schon sehr gut, wenn man voll austrainiert ist und nicht ganz so schwer ist. Obwohl natürlich in einem Match gegen einen, was weiß ich, meinetwegen Bastian Booger oder Bam Bam Bigelow ein paar Kilo mehr nicht schaden würden. Obwohl ja Virgil Bastian Booger besiegt hat einmal. Ja, einmal schon. Beim zweiten Mal allerdings war Bastian besser auf ihn vorbereitet und konnte sich den Sieg holen. Hier der Ansatz zum Crucifix funktioniert nicht ganz, aber Virgil gelingt es immer noch, Blake Beverly runterzureißen, aber er kann ihn nicht besiegen. Er kann ihn nicht covern, da fehlen wohl einige Pfunde, wie du ganz richtig gesagt hast. Er muss einfach auf seine Schnelligkeit bauen, auf seine tollen Manöver und kann sich nicht auf Kraftaktionen verlassen. Aber das ist natürlich ein toller Kampfstil, sieht man immer wieder gerne. Blake auf der anderen Seite ist eher einer der Kraft-Wrestler, obwohl auch er ganz gute Manöver drauf hat. Also hoffe doch, dass wir von dem Kampf noch einiges zu sehen bekommen. Ja, die Beverly Brothers sind ja generell zwei Techniker, die allerdings doch auch sehr viele unfaire Tricks anwenden. Und das ist es halt eben, was ihnen die Sympathie beim Publikum verscherzt. Zusammen natürlich mit ihrem doch etwas arroganten Auftreten.
dieser beiden verwöhnten Burschen aus Shaker Heights, Ohio. Aber Blake Beverly findet mit zunehmender Kampfdauer immer besser in dieses Match. Ja, das Reversal von Virgil sehr gut abgefangen. Kontert mit einem erlaubten Schlag, mit der offenen Hand. Und der trifft Virgil ganz genau, gut getimt, in dessen eigenen Schwung hinein. Da tut es natürlich doppelt weh. So, jetzt nimmt er ihn hoch. Blake Beverly, ein Clothesline. Nicht ganz genau gesessen, ging mehr in die Magengegend. Aber Blake freut sich trotzdem. Ja, und jetzt stolziert Blake Beverly im Ring herum. Das will ich noch ganz schnell dazu nutzen, um Ihnen zu sagen, dass wir heute unter anderem noch Bastion Booger gegen Marty Jannetty sehen. Und da haben wir eben den Kampf, von dem wir gerade gesprochen haben, Günther. Ein leichter gegen einen sehr schweren Wrestler. Da bin ich mal gespannt, wie er ausgehen wird. Und noch einmal für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, RTL 2 überträgt den SummerSlam am 19. September in voller Länge, natürlich, wie Sie das von uns gewohnt sind. Und Sie können uns auch schreiben, wir blenden hier noch einmal die Adresse ein, während Blake Beverly einen erlaubten diesmal Würgegriff ansetzt. Ja, den Double Reverse Chinlock unterstützt mit dem Knie ins Kreuz. Ja, also wenn Sie uns schreiben wollen, wir lesen Ihre Briefe sehr gerne, aber bitte, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fügen Sie einen adressierten und frankierten Rückumschlag bei. Ansonsten können wir Ihnen leider keine Antwort geben. Zumindest nicht in schriftlicher Form. Auf einige Fragen werden wir sicher im Laufe der Sendung die richtige Antwort geben. Herrlicher Sunset-Flip hier von Virgil. Er schafft es sogar, Blake Beverly herunterzuziehen. Alex, das Cover war fast zu erwarten. Schlägt dann fehl. Der Blake Beverly weiß jetzt doch auf jede Aktion von Virgil eine Antwort. Er will ganz offenbar diesen Kampf beenden. Ich bin mal gespannt, was er hier vom Seil zeigen wird. Sieht nach einem Double Axe Handle Blow aus. Jawohl. Nein, es sollte ein Headbutt werden. Was immer es werden sollte, es hat nicht funktioniert. Virgil ist ausgewichen. Ja, da hat sich Blake einfach zu viel Zeit gelassen. Hat es zu lange angekündigt. Und Virgil hat ja auch eine sehr, sehr kurze Erholungsphase. Ist also sofort wieder fit. Da muss man nachsetzen, das hat Blake vergessen. Und jetzt kommt der Atomic Drop, jawohl, von Virgil. Jetzt ist er wieder dran. Ja, der Grapevine Takedown gleich hinterher. Das Cover, das soll das Ende sein. Aber er bekommt einfach Blake Beverly nicht so richtig zu fassen. Und der kann sich befreien am Flying Clothesline hier von Virgil. Und jetzt kündigt er erneut das Ende des Kampfes an. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt funktioniert. Da muss er nachsetzen, fängt sich aber hier ein Reverse Line. Body Press. Inside Cradle von Blake. Das Cover und das hat gesessen. Ja, Blake hat wirklich sehr gut gekontert in der zweiten Hälfte des Kampfes. Auch wusste er auf alles. Die richtige Antwort zeigt er auch hier. Clever muss man sein. Und da hat er sicher recht und hat den Kampf zu Recht gewonnen. Ja, diesen Mann kennen Sie. Es ist Mr. Hughes. Immer noch im Besitz der Urne des Undertaker, die er ihm ja abgenommen hat, als er und John Gonzalez auf Anweisung von Harvey Whippleman den Undertaker und Paul Bearer hinterrücks angriffen. Ja, der Undertaker wird mit Sicherheit auf die Revanche brennen. Ja, und brennen tun auch Money Incorporated auf einen Rückkampf gegen die Steiner Brothers. Sie haben die Steiner Brothers aufgefordert, ihnen diesen Rückkampf zu gewähren. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Günther, was schätzt du? Ich denke mal, die fairen Sportsleute, die Steiners sind, werden auf diese Herausforderung sicher eingehen. Vertraglich haben die Freunde IRS und Ted DiBiase ja kein Recht mehr jetzt auf einen Rückkampf. Sie haben jeweils nur einen. Jetzt haben sie zweimal hintereinander sozusagen verloren. Das heißt, jetzt müssen sie auf andere Art und Weise zum Rückkampf kommen und ich kann mir schon vorstellen, dass die Steiners auf diese Aufforderung eingehen. Ja, Sonny Rogers ist der Gegner von Mr. Hughes und auch hier haben wir wieder groß und klein gegeneinander, so muss man sagen. Man sieht es schon von der äußeren Statur her, dass Sonny Rogers da natürlich nicht mit Mr. Hughes mithalten kann. Draußen sahen wir einen etwas seltsamen Blumengruß. Von wem mag der wohl kommen? Ausrufezeichen. Das war eine rhetorische Frage. Ich nehme mal an, dass der Undertaker schon seine Botschaft an Mr. Hughes und Harvey Whippleman und auch Giant Gonzalez übermittelt hat. Schließlich werden Gonzalez und der Undertaker beim SummerSlam aufeinandertreffen. Also ich glaube, da werden einige Rechnungen auf einmal beglichen werden. Ja, würde mich nicht wundern, wenn da natürlich Mr. Hughes auch irgendwo auftaucht. Denn Harvey Whippleman ist ja bekannt für seine Überraschungen.
Aber zurück zu diesem Kampf, Mr. Hughes. Wie es fast zu erwarten war, eindeutig überlegen. Sonny Rogers hat keine Chance gegen diesen übermächtigen Gegner, der wirklich bei 150 Kilo immer noch beweglich und kräftig ist. Da sieht man schon, wie hoch er das Bein kriegt. Also das sollten Sie auch nicht versuchen zu Hause. Da gibt es sofort eine Zerrung oder sonstiges. Ja, kein Wunder. Mr. Hughes war ja auch American Football Spieler. Und die Jungs müssen, auch wenn sie ein größeres Gewicht haben, doch sehr beweglich sein. Vor allem über große Schnellkraft verfügen. Hier ein wunderschöner Slam von Mr. Hughes. Und dieser Kampf ist jetzt schon vorbei. Tja, das ging sehr, sehr schnell. Ja, Mr. Hughes gewinnt zwar den Kampf, allerdings nicht die Herzen der Zuschauer. Ganz und gar nicht. Ich glaube, das wird nie ein Schützling von Harvey Whippleman schaffen. Er präsentiert noch einmal die Urne. Die will er nicht mehr loswerden. Er glaubt ja, dass der Undertaker ohne diese Urne keinerlei Kampfkraft besitzt. Und da ist wohl eine Botschaft. Nun gut, ich kann mir schon vorstellen, von wem sie ist. Wir können das selber nicht sehen oder hören. Aber mit Sicherheit war es ein Gruß vom Undertaker. Na, schauen wir mal. Ja, die Reaktion spricht Bände. Nicht unbedingt ein Lorbeerkranz. Ja, und damit kommen wir zum letzten Kampf der heutigen Sendung. Bastian Booger gegen Marty Jannetty. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Und gerade eben haben wir gehört, dass die Steiner Brothers den Rückkampf gegen Money Incorporated bestreiten werden. Sie haben also die Herausforderung angenommen und wir werden diesen Kampf nächste Woche in dieser Sendung zeigen. Ja, das sind natürlich tolle Neuigkeiten. So, da kommt er, Marty Jannetty. Um vielleicht nochmal aufzuschlüsseln, 107 Kilo bringt er auf die Waage, über 180 Kilo sein Gegner Bastian Booger. Also das Duell Virgil gegen Blake Beverly war da nur müder Auftakt, so gesehen. Allerdings bringt vielleicht auch Marty Jannetty noch etwas mehr Technik mit ins Spiel als ein Virgil. Ja, Marty Jannetty ist ein Mann, der mehrere Male aus der WWF verschwunden ist und dann wieder aufgetaucht ist. Ich hoffe, er bleibt jetzt länger, denn er ist wirklich ein Mann, der zu den absolut besten Technikern gehört. Und vielleicht hat er auch mal irgendwann Absichten, sich von seinem früheren Tag-Team-Partner Shawn Michaels den Intercontinental Champion-Titel zu holen. Das hat er ja schon einmal geschafft. Er konnte ihn allerdings nur ganz kurz halten, einige Tage. Dann war er ihn wieder los. Diesel griff zugunsten von Shawn Michaels ein. Tja, und bei diesem Gesicht mit den blauen Augen ist schon so manches Mädchenherz dahingeschmolzen, wie ich gelesen und gehört habe. Ja, überhaupt sehr farbenprächtig, dieser Marty Jannetty bringt Farbe ins Spiel, was man ja von Bastian Booger nicht behaupten kann. Sehr blass, dann auch sein graues Höschen oder sein Anzug, wie immer man das bezeichnen mag. Ja, nicht gerade sehr schick, sehr modisch. Also da kämpfen auch hier zwei Welten gegeneinander. Ja, Marty Jannetty hat sich offenbar sehr gut auf Bastian Booger eingestellt. Der kam bisher noch zu keinen großen Aktionen. Ein Backbody-Drop, aber Marty Jannetty landet auf den Beinen. Der Ghetto-Blaster, wunderschön bisher. Jede Aktion von Marty Jannetty. Aber er kann Bastian Booger kaum umfassen, kann ihn natürlich auch nicht auf den Boden halten. Zumindest nicht in dieser frühen Phase des Kampfes und verlegt sich deshalb auf Würgegriff. Aber das sollte er vielleicht besser lassen, denn Bastian Booger geht da hoch und schüttelt ihn wahrscheinlich ab wie eine Fliege. Da braucht er nur einen Arm dazu, dann ist Marty Jannetty weg. Hat man ja auch gesehen, wie er dieses Cover leicht und locker abgeschüttelt hat. Aber der Legdrop geht ins Leere. Da ist einfach Marty Jannetty zu schnell und sichtlich Mühe hat hier Bastian Booger wieder auf die Beine zu gelangen. Ein herrlicher Kick von Marty Jannetty, der befördert Bastian Booger erstmal nach draußen. Ja, Marty Jannetty darf alles machen, nur sich nicht auf den Nahkampf einlassen. Jetzt ist er auf dem obersten Seil, von dort kommt sein Axe-Handle Blow. Der hat genau gesessen. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Aktion, denn es ist schon eine ganz schöne Höhe von obersten Ringseil bis unten auf die Matte. Ringrichter Danny Davis ermahnt Marty, er soll nach draußen keine Aktionen starten. Da hat er eigentlich auch recht, denn die Aktionen sollen im Ring und nicht draußen gezeigt werden, auch wenn das natürlich nicht immer einzuhalten ist, vor allem wenn das Temperament mit den Wrestlern durchgeht.
Ja, jetzt ist er, der ist der Booger zu nahe gekommen. Marty Jannetty, der hackt sich sein Bein und da hat Marty Jannetty keine Chance auszuweichen. Jetzt mit dem Bein in die Ringecke, dann windet er es richtig ums Seil. Bastian Booger, was macht er jetzt? Ein Headbutt? Oder was war das? Ein Bodybutt? Ja, er versucht jetzt natürlich eindeutig Marty Jannetty zu schwächen, will versuchen, ihm die Schnelligkeit zu nehmen. Und das ist auch das beste Mittel, das Bastian Booger einsetzen kann. Er wickelt ständig das Bein ums Seil und diese Aktionen zeigen Wirkung. Marty Jannetty humpelt im Ring umher. Ich meine, natürlich kann Bastian Booger von der Schnelligkeit her nicht mit Marty mithalten. Und wenn er ihn nicht irgendwie schwächt, dann wird Marty immer ein oder zwei Schritte schneller sein. Ja, taktisch sehr geschickt von Bastian Booger. Wenn man natürlich Marty Jannetty an den Beinen erwischt, ihn da ein bisschen schwächt, ein paar Aktionen startet, dann ist die Schnelligkeit genommen, denn die geht natürlich immer von den Beinen aus. Da kann Marty sich nicht mehr befreien und dann kann Bastian Booger seine Aktionen ansetzen. Ich glaube, bei dieser Aktion eben, da haben doch etliche Zuschauer mitgelitten. Mit voller Kraft prallte Bastian Booger auf Marty Jannetty und gegen den Ringpfosten. Tja, da bin ich mal gespannt, ob es Marty noch gelingt, sich da einigermaßen zu befreien. Ja, offenbar schon, er weicht aus. Bastian Booger kracht in die Ecke und sofort ist Marty auf dem Seil. Flying Body Press. Das Cover und er hat gewonnen. Marty Jannetty, das war wirklich sehr überraschend jetzt zum Ende. Ein toller Sieg von Marty Jannetty, immer noch etwas mitgenommen. Und es war der letzte Kampf. Wir kommen damit zur Vorschau. Na, ich glaube, noch ist es nicht so weit, wenn ich mir das hier so anschaue. Bastian Booger scheint mit Marty Jannetty noch nicht fertig zu sein. Er wollte unbedingt diesen Sieg haben gegen einen der Stars der World Wrestling Federation. Hat es nicht geschafft und jetzt lässt er seine Wut an Marty aus. Aber das hilft ihm auch nichts. Er hat den Kampf verloren. Vielleicht verlangt er noch mal einen Rückkampf gegen Marty Jannetty. Sehen wir noch ein bisschen zu, was hier noch so passiert und kommen dann zur angesprochenen Vorschau. Bei der Stars and Stripes Challenge konnte Lex Luger Yokozuna slammen. Nun ist der Lex Express unterwegs, um bei der amerikanischen Bevölkerung Unterstützung für einen Titelkampf gegen Yokozuna zu erhalten. Außerdem werden wir einige Debüts sehen. Es gibt immer wieder hoffnungsvolle Talente, die versuchen, in der World Wrestling Federation ganz nach oben zu kommen. Doch zuerst noch ein Statement der Steiners. Money Incorporated! Next week, right here, will be your last chance at these belts. Wir werden also noch einen Titelkampf sehen. Schalten Sie am Mittwoch wieder ein, denn dann geht es erneut tierisch rund. Exklusiv bei RTL 2, die Wrestling Challenge der World Wrestling Federation. Tschüss, bis dann.